Hallo, wenn du meinem Tutorial erster Teil gefolgt bist, kannst du den Nummernblock emulieren und damit mit Blender schon mal gut arbeiten, auch wenn der an deinem Laptop nicht vorhanden ist. Mit der Zeit wirst du aber vielleicht zwei Dinge bemerken. Erstens, dass du dir eben oben die Zahlen überschrieben hast, dass die jetzt anders belegt sind und du die im Edit-Modus noch brauchen kannst. Das zeige ich gleich, wofür. Und zweitens, dass das Komma vom Nummernblock nicht mit emuliert ist. Bei vielen Tastaturen ist das zumindest so. Ich zeige dir in diesem Videotutorial, wie du auf einzelne Tasten bestimmte Befehle setzen kannst. Das kann ja auch mal für was anderes gut sein. Benutze das aber nicht im Überfluss. Warum, habe ich unten im Text erklärt. Kannst du da schnell nachlesen. Ich bin Stefan von Leben und Forschen. Legen wir los. Also, wir sind jetzt bei Punkt 2, weil wir im zweiten Teil des Videos sind. Wenn du in den Edit-Modus gehst, ich wähle mal diesen Zylinder an, gehe in die Local View, ja, und gehe jetzt in den Edit-Modus mit der Tab-Taste. Dann besteht so ein Mesh-Objekt ja aus Kanten, aus Flächen, Faces, die Kanten heißen auch Edges, und aus Punkten, Ecken oder Vertices ist alles die gleiche Bezeichnung, die man hier anwählen kann. Und die kannst du ja dann bearbeiten, zum Beispiel mit G und dann verschieben. Ja? Das wird im Edit-Modus ganz viel gemacht und da schaltet man ganz oft hin und her. Das kann man natürlich hier oben über diese Icons machen. Aber eigentlich ist es belegt mit den Tasten 1, 2, 3, die wir mit dem Nummernblock überschrieben haben. Die holen wir uns jetzt wieder zurück, diese Tasten. Wie geht das? Du brauchst die Keymap, wieder Edit Preferences, Voreinstellung, und jetzt gehst du eben hier auf den Button Keymap. Und zwar gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Stelle zu finden. Wenn du sie ganz normal aufmachst, sieht sie so aus. Ich habe hier schon aufgeklappt den Pfad, den richtigen. Also du gehst auf die Keymap, gibst hier oben nichts ein, gehst auf 3D View, Mesh, Mesh Global und hier unten erscheinen sie dann. Und zwar hier, ich stelle es mal zurück. Hier sind die 1, 2 und die 3, die Zahlen, die brauchen wir. Wenn du es genauer sehen willst, kannst du es hier nochmal aufmachen und dann siehst du auch hier unten, ja, das ist das mit den Vertices. So, du klickst hier drauf und drückst einfach jetzt, so wie es da steht, die Taste. Also ich empfehle, weil die nicht wichtig anders belegt sind, Alt, Y und C. Also Alt und Y, Moment, habe ich mich verschnellt. Alt und draufklicken, Alt Y, draufklicken, Alt X, Klick, Alt C. Jetzt sind die eingestellt. Hier könnte ich sie eben zurückstellen oder hier die ganze Liste. Wichtig, wenn du eine Woche später vielleicht doch mal wieder verstellen willst. Ich gehe hier rein und jetzt drücke ich. Jetzt bin ich ja hier im Eckenmodus, Alt C. Und du siehst, ich bin im Flächenmodus. Ja? Wenn ich jetzt anklicke, kommen Flächen. Und wenn ich hier oben Alt X drücke, bin ich im Kantenmodus. Auch hier siehst du, ich habe wirklich diese Tasten gedrückt und nicht etwas emuliert. Dann kannst du also das anwählen und damit gut arbeiten. Zweites, wo ich noch darauf hinweisen will, ist Frame Selected. Wir gehen mal aus dem Edit-Modus wieder raus mit der Tab-Taste. Gehen aus der Local View wieder raus. Ja. Und wählen jetzt die Frame Selected an. So. Auch hier wieder vielleicht erstmal, was das ist. Ich bin jetzt noch im Nummernblock, im Original. Da Frame wird eben das eingerahmt, drum Frame, auf das, was du selektiert hast und nachher gezoomt. Das ist jetzt wie Local View eigentlich, nur dass der Rest nicht ausgeblendet wird. Das könnte man ja noch entbehren, wenn es sein muss. Aber wenn du in Edit-Modus gehst
und du zum Beispiel sagst, ich will diese kleine Fläche hier bearbeiten, ja, die wähle ich hier an. Und jetzt gehst du auf das Komma vom Nummernblock, Frame Select, dann wird das ganz groß hergezoomt. Und das ist natürlich klar, wie praktisch das ist. Jetzt hier bist du an den Stellen und kannst hier ganz bequem damit arbeiten, ja. So, und da was verschieben oder so. In der Großansicht. Das wollen wir also wieder haben, wenn wir den Nummernblock emuliert haben. Ich gehe wieder in die Preferences. Ich schalte mal nochmal schnell auf den emulierten zurück. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Und jetzt könnte ich das hier wieder suchen, wo das ist. Ich zeige aber auch mal noch andere Wege, wie man was findet. Du könntest entweder eingeben Numpad. Punkt, Punkt steht ja für das Komma und dann auf Key Binding, dann kommen nicht alle Tasten, alle Befehle, die mit dieser Tastenkombination belegt sind. So, jetzt habe ich es geschafft. Und hier hast du Frame Selected, ja? Hier könntest du es umstellen. Da musst du auf Key Binding gehen. Dann kannst du auch sehen, ja, okay, das Komma vom Nummernblock, dies alles löst das aus. Ja, das alles geht dir verloren, wenn du den Nummernblock nicht hast. Aber wichtig für uns wäre das, auch das obere übrigens im Outliner wäre ganz geschickt. Die andere Möglichkeit ist, du weißt, wie der Befehl heißt. Dann gehst du hier auf Name, Frame Selected und dann erscheint es hier wieder. Hier steht auch der Pfad, wo das dann wäre in der Keymap und du kannst hier umschalten. Wir brauchen komischerweise nur den unteren und ich habe da vorgegeben, Win-Taste bei mir plus Y und jetzt probieren wir es mal aus. Ich wähle das an und zoomt genau darauf hin und kann jetzt ganz genau diesen Punkt bearbeiten. Oft wird man auch mehrere bearbeiten oder sowas mit B quasi in Box Select und jetzt sagen, das will ich mir nachher zoomen und dann kann ich da drin weiterarbeiten. Das war's. Dann kannst du auch mit der Keymap umgehen und hast einen wirklich vollwertigen Ersatz für den Nummernblock.